Audio Now. Essen wie Stromberg. Die Homeoffice Edition. Allein das Arbeiten von zu Hause ist für viele schon eine Herausforderung. Gut und gesund essen die nächste. Ja, und noch schwieriger wird es, wenn noch Kinder im Spiel sind und jetzt sind auch noch Osterferien. Mein Name ist Annette Ewen, Rettung naht von dem Mann, der am liebsten Schürze trägt, von Holger Stromberg, dem Spitzenkoch Holger Stromberg. Wir versorgen euch täglich mit Tipps, wie ihr gut durch das Homeoffice kommt. Zumindest was das Essen angeht. Holger, du bist ja auch Vater. Wie ist es denn bei dir? Gibt es da Kinderessen? Also irgendwie Gemüse mit lustigen Gesichtern oder einfach das, was die Erwachsenen essen? Ja, es gibt natürlich schon auch mal Wunschkonzert und sowas wie Fischstäbchen. Ich selber bin aber Vorbild und biete eigentlich keine Ersatzspeisen an. Also das heißt, ich esse das. Denn damit würde ich so ein à la carte Restaurant lostreten. Also gerade für die Menschen, die mehrere Kinder haben. Jetzt stell dir vor, du fängst dann an und bietest immer eine Ersatzspeise an. Dann hast du natürlich irgendwann einen riesen Speise- und Fahrplan. Und das endet natürlich in absolut zu großer Arbeit. Also im Zweifel kann man auch den Magen eines Kindes, finde ich, einfach ruhig mal knurren lassen. Also ist ja noch keiner in der Futterkrippe verhungert und man sollte nur natürlich dann auch die Snacks oder die süßen Sachen nicht in der untersten Schublade lagern. Kinder müssen das auch ein Stück weit lernen. Die müssen sich damit auseinandersetzen und auch Vertrauen gewinnen. Wie führe ich denn Kinder an das Thema gesundes, gutes Essen heran? Durch Vorbild sein auch, ne? Hast du ja schon angesprochen wahrscheinlich. Ja, einmal Vorbild sein. Das heißt also vor allen Dingen auch nicht immer das Thema gesund so in den Vordergrund spielen. Denn so Kinder, die schauen natürlich die etwas älteren Eltern schon an, die vielleicht schon das ein oder andere graue Haar aufweisen oder die ein oder andere Falte. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber so ist es ja. Und dann denken die sich, ja, wenn es so gesund ist, dann ess doch du, ja. Also die Kinder haben natürlich jetzt erstmal vorausgesetzt, sie sind gesund, haben sie jetzt gar keine Probleme und die brauchen einfach schnelle Energie. Also erstmal heißt es für mich, entspannt bleiben. Ja, und das Kind selbst sollte die Essensmenge entscheiden dürfen. Das ist auch sowas, wo ich sage, wenn ich was Neues auf den Tisch stelle, dann muss ich das natürlich auch ein bisschen highlighten. Das heißt also, ich muss eine kleine Geschichte darum entwickeln, vielleicht auch mal spielerisch mit Konsistenzen arbeiten, mal was Knackiges. Und Kinder brauchen das, die brauchen Kopfkino, die müssen auch Gerüche erst erlernen und Geschmäcker. Man darf eben da auch nicht zu früh aufgeben, denn Kinder wollen ja Vertrauen in Speisen gewinnen. Ja? Und die hören noch ganz, ganz gut auf ihren eigenen Körper. Mhm. Und deswegen wollen die Vertrauen für Speisen und Zutaten gewinnen. Deswegen sage ich auch, mach nicht so viel Mischmasch, also lieber getrennt natürlich am Anfang lassen, sodass die Kinder sich da rantasten können, Vertrauen in Zutaten entwickeln, bekommt mir das, gibt mir das Kraft oder schmeckt mir das gar nicht oder ist das nichts für mich und ja, und dann nehmen die Kinder sich das an, aber mit einer Selbstverständlichkeit einfach essen, Vorbild sein, ja, und die paar Punkte beherzigen, dann wird das klappen. Wir haben schon über den Stress gesprochen, im Homeoffice mit Kindern auch noch irgendwie das Essen jeden Tag auf den Tisch zu zaubern. Da ist Vorkochen ganz wichtig, ne? Ja, ich nenne es natürlich auch neu modern Meal Prep. Also früher hieß das ja Hauswirtschaft oder ihr könnt euch vielleicht alle noch an den großen Topfsuppe auf dem Herd eurer Großeltern erinnern. Dieses Meal Prep, das entlastet ungemein, weil du einfach schon immer was fertig hast. Das heißt also, du beginnst nicht bei Null und kein Mensch will ja immer bei Null beginnen, sondern auf etwas aufbauen. Und dafür ist dieses Vorkochen vorteilhaft. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Heißt, du machst dann wirklich am Anfang der Woche, wie darf ich mir das vorstellen, einen großen Topf Gulasch oder verschiedene Elemente, die du dann vorbereitest, die du dann immer zusammenwürfeln kannst? Ja, ganz viele verschiedene Elemente. Und ich sage jetzt mal, der Gulasch ist auch ein gutes Beispiel. Aber ich sage natürlich ganz klar, esst mehr Gemüse, macht Gemüse zu eurem Projekt. Und gerade bei Gemüse bietet sich das an, vorzuarbeiten. Also wirklich alles einzukaufen, zu schruppen, zu waschen, zu schnippeln, vorzugaren und dann in schönen Schraubgläsern im Kühlschrank oder in Tupperdosen aufbewahren und dann daraus zehren. Aber natürlich kann man auch
Kartoffelklöße vorbereiten oder mehr machen und die 5 Tage später einfach in Scheiben schneiden, braten und zu so einem Pfannengeröstel machen. Also das alles fällt bei mir unter dieses Thema Meal Prep. Also es geht nicht nur darum, einzelne Speisen vorzubereiten, sondern permanent auf etwas aufbauen zu können. Und da sollte dann der größte Teil eben Gemüse sein. Und das macht auch total Sinn. Wir haben ja auch schon in einer unserer Folgen über den Nudel-Overkill gesprochen. Nach meiner Erfahrung gibt es den bei Kindern nicht. Die können immer und überall Nudeln essen. Wie mache ich denn also ein richtig gesundes, leckeres Pasta-Gericht? Ja, also erstmal muss man noch dazu sagen, Kinder brauchen ja für ihr Hirnwachstum Fett und Zucker, also Glucose. Und davon steckt natürlich in Pasta-Gerichten auch ein Haufen drin. Also meistens kommt ja was Öl oder Butter dazu und dann sind es schnell verfügbare Kohlenhydrate. Das heißt, es gibt schnell Energie und Kinder denken noch nicht an in 3 Stunden. Die wollen jetzt spielen. Und deswegen ist es eine wichtige Sache, das zu verstehen und auch die Pasta völlig okay sein zu lassen. Jeden Tag wäre jetzt übertrieben. Mhm. Aber wenn man was verbessern will, müssen es einfach die Zutaten sein. Also bitte die bestmöglichste Pasta kaufen, auch ruhig mal Vollkornpasta. Das ist nicht dieses braune, irgendwie gefärbte Pasta, sondern mittlerweile kann man die ja kaum noch unterscheiden. Dann bestes Fett nehmen, also eine wirklich hochwertige Butter oder pflanzliche Alternative, ein hochwertiges reines Olivenöl, ja, und ein gutes Salz, ja, also Natursalz. Und gerne immer, und ich finde, es gibt ja mannigfaltige Pasta-Rezepte, also zum Beispiel in diesem Kinderbuch, was wir gemacht haben, da habe ich so ein Brokkoli-Pesto gemacht, wahnsinnig gut. Aber was ich empfehle, bevor die Pasta auf den Tisch kommt, gerne immer ein bisschen Rohkost schneiden und das anbieten. Und das ist schon mal was zu knabbern und zu knacken. Und dann sind da schon mal die Vitalstoffe drin. Und dann gibt es die Pasta eben oben drauf. Und dann kannst du wieder raus in den Garten oder mittlerweile oder momentan auch in der Bude rumspringen. Strombergs Geheimtipp. Für Kinder. Holger, du hast es schon angesprochen, du hast ein Buch für Kinder geschrieben, Manege frei für kleine Köche. Was ist denn daraus dein Lieblingsrezept? Also mein absolutes Lieblingsrezept sind tatsächlich die Pastinakenpuffer mit Paprikasoße. Die fallen mir da gleich ein. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Pastinaken, wir brauchen Zwiebel, Petersilie gebe ich rein. Da brauchen wir Eier, Salz, eine Prise Muskat, Nuss und was ich gerne als Soße nehme eben für die Paprikasoße, ist diese gerösteten Paprika, die gibt es schon im Glas fertig zu kaufen. Also man kann auch ruhig mal so ein vorbereitetes Lebensmittel kaufen. Und da brauchen wir Olivenöl und ein neutrales Öl zum Braten. Und die Pastinaken und die Zwiebeln werden geschält, die Zwiebel und Pastinaken dann auf einer Gemüsereibe ganz fein geraspelt und in eine Schüssel rein. Und dann kannst du noch eben Petersilie reingeben und dann kommen die Eier dazu, Salz, Muskat und dann wird das mit den Händen so richtig schön verknetet. Ja, also muss so richtig schon schön auch haptische Sache sein. Und ich meine, Basishygiene ist eh klar, Hände waschen vorher und mit viel Seife und über 20 Sekunden und dann aber mit den Händen das Ganze erleben. Und da ist es auch toll, wenn man die Kinder mitnimmt und die dürfen das schön drin rummanschen. Und dann in der Pfanne mit etwas Öl eben ausbraten. Am besten so mit einem kleinen Esslöffel so Häufchen machen und die etwas glatt streichen und dann circa 10 Minuten da drin braten, also zwischendurch mit dem Pfannenwender umdrehen. Und wichtig ist, diese Puffer dann später auf dem Küchenpapier gut abtropfen zu lassen und mit der leckeren Soße zu servieren. Und die Soße, da müsstet ihr einfach nur die Paprika rausnehmen und mit dem Stabmixer einfach pürieren. Und dann kann man das noch ein bisschen abschmecken, aber das war's dann. Ist so eine sehr kompakte, leckere Paprikasoße, schmeckt und geht ruckzuck. Fisch ist ja auch so ein Thema bei Kindern, da rümpfen ja viele Zwerge die Nase. Fischstäbchen, ich bin da überhaupt gar kein Fan von, aber da essen sie es wenigstens. Was ist denn so eine gute Alternative, wenn ich sage, die Kinder sollen auch mal ein Stück Fisch essen? Ja, also da ist auch wichtig zu wissen, also der Fisch sollte eben neutral nach Fisch und vor allen Dingen frisch riechen. Ja? Das ist ja ganz klar. Also das ist sonst ein bisschen befremdlich. Und wichtig ist, dass man die Kinder immer wieder probieren lässt. Also und ich habe festgestellt, wir arbeiten ja auch für eine große Schule, an der wir catern. Und die mögen das einfach gerne, wenn der Fisch gebraten ist. Und wenn das überfordert, dass man so ein Fischfilet vor sich liegen hat, dann ist das gut, wenn man das einfach klein rupft. Also so ein Fischfilet ist ja in Lamellen gewachsen. Und wenn man das dann klein rupft und zum Beispiel unter Pasta oder andere Gerichte mischt, dann
kommt das schon viel besser an. Mhm. Und Kinder müssen sich eben nun mal an diese Lebensmittel gewöhnen und Vertrauen darin entwickeln dürfen und deswegen gerne mal verrupfen. Also ihr kennt das ja alle, dieses Pulled Pork und Pulled Beef und Pulled, das heißt ja nichts anderes wie eben zerrupft und das kann man mit Fisch super gut machen und das kann ich euch nur mal empfehlen. Kartoffelpuffer ist auch so ein klassisches Kinderessen in Restaurants. Die werden ja da oft frittiert, aber eigentlich ist es ja ein gutes Kinderessen, ne? Weil Kartoffeln so super gesund sind, ne? Ja, total. Also viel Kalium, weitere Vitalstoffe, auch nicht unbeachtlich viel Protein, also Eiweiß. Also Kartoffeln sind super, sind leider aus der Mode gekommen. Ich habe mal gehört, weil man sie schälen muss, das ist natürlich sehr bedauerlich. Aber man kann übrigens, liebe Leute auch da draußen, Kartoffeln mit Schalen essen oder auch mal reiben für den Puffer. Die sehen dann nicht ganz so schick aus, aber die schmecken wahnsinnig gut. Und aber sie sind natürlich auch immer nur so gesund wie der Acker, auf dem sie wachsen durften. Heißt also, bitte immer deine Lebensmittel wirklich hinterfragen mit einem klaren Menschenverständnis und aber immer, immer positiv dabei bleiben. Ja, also ruhig mal fragen, wo kommen die her, wie sind die gewachsen und so. Das ist auch ganz wichtig, um gesund unterstreichen zu können. Aber jetzt nur zu den Puffern. Also selbst das Frittieren ist völlig okay. Also das gab es bei mir im elterlichen Gasthaus auch rauf und runter und ich liebe auch Kartoffelpuffer. Wenn man das richtige Öl verwendet, auch gar kein Problem. Also ich empfehle immer Rapsöl. Es sollte eben hoch erhitzbar sein. Das ist reines Rapsöl, also nicht kalt gepresstes Rapsöl oder hochwertiges Rapsöl, sondern raffiniertes Rapsöl. Das ist wunderbar. Oder eben ein Olaiköl, also ein Öl, das man hoch erhitzen kann, das extra dafür sozusagen so zubereitet und verarbeitet wurde. Aber auf keinen Fall eben ein künstlich gärtetes Fett. Also das würde ich auf keinen Fall nehmen und ein Schmalz kann es natürlich auch sein, aber der liegt schon deutlich schwerer im Magen. Wichtig ist eben, dass man diese Puffer dann gut abtropfen lässt. Also auf dem Gitter, vielleicht auch nochmal auf so einem Küchenkrepp. Und ich finde ja, dass da Apfelmus am besten dazu passt. Ich auch, ja. Und dann kommt ja auch sozusagen, dann kommen ja die Vitamine und auch die Vitalstoffe nochmal dazu. Das liebt einfach jeder. Nur da würde ich euch auch empfehlen, schaut unbedingt mal. Jetzt habt ihr die Zeit dazu, also wenn ihr durch den Supermarkt lauft, habt ihr vielleicht nicht immer die Zeit oder den kleinen Quengelgeist dabei oder so. Schaut jetzt mal im Internet und sucht mal Apfelmus und dann guckt ihr mal auf die Zutatenlisten. Also ihr werdet sicher eins finden, das keinen Zuckerzusatz hat, nicht mal Apfel- oder Fruchtzucker. Kauft davon kleine Gläser, denn wenn man die einmal geöffnet hat, dann werden die natürlich schneller schlecht durch diesen fehlenden Zucker. Aber es sind viel weniger Kalorien, es ist besser für euch und für eure Familie. Und da sucht ihr euch jetzt in aller Ruhe daheim mal die richtigen Lebensmittel und Zutaten für die Zukunft. Also wir haben heute gelernt, ein Vorbild sein für die Kinder hilft. Eine geschnittene Karotte oder ein Stück Gurke vor der Pasta den Kindern geben und Fisch braten und dann ein bisschen auseinanderzupfen, dann essen es auch die Kinder. Das war Essen wie Strumeck für heute. Holger, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Da freue ich mich heute schon drauf und wünsche dir und allen Zuhörern natürlich ein brillantes Wochenende. Und das Rezept für deinen Geheimtipp, das stellst du natürlich dann auch noch online auf deinem Instagram-Account. Tschüss! Ciao!